Guten Tag, wenn ich euch unbekommen seit Ewigkeit mal wieder zu einer Folge ungefragt. Viele haben es gewünscht und ich mache es so selten. Deswegen fangen wir direkt mal an. Die erste Frage kommt von Thailand. Okay. Er schreibt. Nee, sie schreibt. Sie schreibt, Ed Unge. Bei Thai weiß man nie. Weiß man nie bei Thai. Sie schreibt, Ed Unge, hast du Angst, dass wenn du wieder nach Hause kommst, das YouTube-Haus zerstört ist? Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, vor allem weil ich ja den Peter nicht hier alleine zu Hause im YouTube-Haus lasse. Und ich hatte schon ein paar Albträume, dass hier alles brennt und ja, keine. Oh nein. Oh nein, es geht schon wieder los! Nein! Hallo! So, wir sind am Kölner Dom und müssen zum Rhein. Wir haben nämlich da eine Verabredung. Und wir versuchen jetzt wie Ninja hier durchzukommen, sodass uns keiner erkennt. Und für jede warte, Person. Warte. Alter, kenn ich keiner mehr. Aua, du Idiot! Alter, geh mal mit dem Bohr, Junge, ich schicke mir das Knie kaputt. Für jede Person, die uns erkennt, kriegen wir einen Minuspunkt. Wir haben insgesamt 10 Leben und wenn wir 10 Minuspunkte kriegen, sind wir tot. Dann müssen wir uns wirklich umbringen, echt. Okay, nein! Leise wie Ninjas. Dim. Okay, auf geht's. Wir sind da! Das ist Blair Witch, du die Bitch, die jetzt in Panik gerät. Shit, sie haben Anton, das war nicht schnell genug. Hier, in Köln gilt das Gesetz des Schnelleren, der schnellste gewinnt. Langsam ist. Ja. Hat dir gefallen, Tool? Ja, kann ich ein Bild mit dir machen? Ja, klaro. Okay, wir haben einen Minuspunkt, aber Anton weiß nicht, wie viel er... Ich hab nicht mal einen Minuspunkt, Digga. Ja gut, du nicht. Aber Anton. Aber Anton wird jetzt belagert. Anton wird jetzt belagert. Wir müssen ein bisschen an die Seite gehen. Komm, ein bisschen an die Seite. Anton! Wo ist er? Da hinten. Ich sehe ihn nicht. Anton! Du solltest auch mal eine Brille anziehen, Digga. Ja, ich sehe nicht. Da ist er. Anton. Oh shit, hoffentlich wird er nicht, wenn er jetzt neunmal gecasht wurde, ich wurde nur einmal gecasht. Dann ist Anton! Hat doch die Presse. Er hat aber eben gerufen Simon. Wir sind da! Ja, wir haben es bekommen, Anton. Ja. Wie oft wurde er erwischt? 5 Leute oder so. 5? Ja. Scheiße, jetzt haben wir schon 6 Minuspunkte. Wir haben noch 4 bis zum Rhein. Wie warst du nett? Ich hab angehalten. Ich hab gesagt, nein, da kommt noch jemand. Da? Nein! Hallo! Okay, hallo, kann ich dir einen Fall für dich tun? Was? Magst du ein Foto oder sowas? Ja! Ja, klar dann. So, jetzt habe ich die Cam gecatcht von Simon und bin heute auch mal wieder in seinem Vlog. Anton, was sagst du jetzt? Wie findest du Köln? Warst du schon am Dom? Ja, klar, ich war am Dom. Ja, klar, kannst du aber mehr sagen? Ja, cool. Ja. Du bist überwältigt von Köln, oder? Was? Ja. Er ist so geil, Alter, der Anton. Hier kommen jetzt Leute, wir müssen Spokes auch weiter. Wir haben Termine, wichtige Termine. Los, los, los. Schönen Tag euch noch. Ciao, ciao. Komm, komm. Okay. Wie viele Minuspunkte haben wir? Ich glaube 9. 5.000. Ich glaube 9 jetzt. Wir kommen jetzt an den 5. Rücken von Bayern. Shit, wir haben noch ein Leben. Ey, wir sind nur 2 Meter gefahren, Scheiße. Wir haben noch ein Leben. Okay, jetzt müssen wir uns richtig... Du kannst einen abschaffen. Ja? Schlägst einfach random ein. Wenn man einen Passanten schlägt, kriegt man einen Minuspunkt. Weg. Kriegt man einen Pluspunkt. Kriegt einen Pluspunkt. Okay, shit. Scheiße. Das fahren jetzt. Los. Okay, wir haben noch ein Leben. Nicht anhalten! Jetzt darf keiner anhalten. Ich glaube, wir haben Glück. Nee. Da war jemand, aber der hat nichts gerufen. Okay. Wir sind fast am Rhein und da ist kaum noch einer. Das sieht gut aus, wir haben noch einen hier. Okay. Sieht gut aus, wir schaffen das. Boah, knappes Ding. Ein Leben noch. Wenn die mich nicht sehen kann, dann können sie mich nicht sehen. Andersrum, wenn du sie nicht sehen kannst, können sie mich auch nicht sehen. Ja. Hier sind auch kaum Leute. Das ist gut. Ich dachte, hier wäre mehr los. Wir haben es geschafft, wenn wir so weit am Wasser sind. Wir gehen gebückt.
Wo ist Peter? Nein, der wollte. Oh ne, der wollte ich auf keinen Hut. Okay, wenn es eine Person anhält, haben wir verloren. Sieht gut aus. Ja? Ja. Okay, wir haben es geschafft. Wir waren noch nicht am Wasser, aber da gehen wir jetzt hin. Und wir haben neun Leben verloren, aber eins haben wir noch übrig. Jetzt gehen wir schnell zum Wasser einmal. Komm. Einmal kurz bis ins Wasser. Wir haben jetzt nur ein Leben auf der Weltreise. Wir haben noch ein Leben auf der Weltreise. Wir dürfen auf die ganze Welt nicht einmal erkannt werden. Nee, die werden jeden Tag resettet, die Leben. Ah, nice. Nice, oder? Ja. Okay. Wir haben es geschafft. Mission completed. Boah, mein Gott. Ich kann es nicht schaffen, aber nice. Ja, Leute. Ihr könnt gerne mal einen Daumen hoch geben, dass wir es geschafft haben. Gut, wir gehen jetzt das Essen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Runde 3, Digga, ich bin Sieger. Und du denkst bitte nicht schon wieder. Aber das längst eingetreten. Wie du, Bitch, in Pegida. Oder dein beschissener Kiefer. Denn bei diesem Battle bekommt Bitch Bladisa. Locker mal so viele Dinger hinter seine Latte, bis er heult. Wie Brasiliens Keeper. Nein, noch nicht, man. Meine Chicas sehen in Sachen Optik, damn. Wenn immer sie mein Dick in ihrer Hand hat, dann ist es wie bei Bulls, wenn man dabei an Ochsen denkt. Digga, ich bin hier der Boxring-Champ. Und du dagegen der, den man das Opfer nennt. So, wir waren essen bei Café Extrablatt. War ganz lecker. Und jetzt haben wir noch zwei Boys hier getroffen. Und die haben eine ganz schön spannende Story erzählt. Erzähl mal, wo kommt ihr her? Wir kommen aus Frankfurt. Genau. Okay, und wie seid ihr hier? Wir sind mit dem Board, genau. Die Longboard Tour 2015. Ja, wie kommt ihr auf die Idee? Also ich sag mal, war schon ein bisschen Inspiration von euch mit der Longboard Tour. Ja, und Köln ist halt eine geile Stadt. Meine Oma wohnt ja auch in der Nähe, in Bonn. Mhm. Und ich denke, ja, wir haben halt dann gedacht, einfach Ferien. Ferien, ja. Schüler noch, deswegen. Ja, sau cool, ist ja gerade Ferienanfang, ja, ne? Genau, ja. Ja, sau krass, aber bei dem schlechten Wetter, wie war die Fahrt so? Ey, die Fahrt, also erstmal. Ich kenne das ja von der Longboard, wir sind auch richtig viel im Regen gefahren. Am Anfang war es so, wir sind so gefahren und es war einfach ultra, ultra viel Wind und dann. Boah, stressig, ne? Ey, vor allem, wenn man Gegenwind hat, ne? Ja, das ist ja, das Schlimmste, krass, was es gibt. Macht er aber trotzdem Bock. In der Stadt ist, sag ich mal, nicht so schlimm, schlimmes Wetter zu haben als am Meer, am Strand. Ja. Ist ja. Okay. Sind wir hier so in der Nähe von der Jugendherberge, da sind wir dann mit in der Stadt. Perfekt. Ja, sau cool. Ja, mega, freut mich krass, einfach auch die Storys zu hören. Korrekt, dass wir ins Video dürfen. Vielen Dank. Ach, kein Problem. So, ist schon der nächste Tag. Ich habe keine Ahnung, was wir gestern als letztes gefilmt haben. Peter sitzt hier und guckt Sport. Baseball. Mhm. Und da sitzt der Anton. Ich schneide mein Video. Das wir gerade aufgenommen haben. Denn wir haben gerade ein Video aufgenommen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ein sehr cooles Video. Das schneidet er gerade. Ja, du hast gerade auf YouTube irgendwas geguckt. Nein, hier. Achso, unser Video? Ja. Ja, okay, ich hab gedacht, du willst schon wieder am Faulenzen. Na, Quatsch. Das machen YouTuber nämlich gerne, selber YouTube-Videos gucken. Gut, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir gestern gefilmt haben. Ich hoffe, das ist ein vernünftiges Ende. Ich weiß, was wir gefilmt haben. Was denn? Wir waren auf dem Weg von der Altstadt zurück nach Hause. Ich hab einen Popel in der Nase. Hallo, du fährst jetzt gleich nach Hause. Nee, ich fliege. Ach, du fliegst. Mit einem Reisebus. Mit Spiegeln dran. Ja. Ich gieße auf allen das Gesicht zu. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Ab jetzt wirklich wieder jeden Tag. Es tut mir leid, dass dieses 2 Tage ein Video ausgefallen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, was alles passiert ist. Es ist stressig. Opfer. Das lag so hoch. YOLO! Das lag einfach so hoch. Das lag nicht. Doch, mach ich. Das machst du nicht, Simon. Ist mir scheißegal. Simon, das ist. Ich lag einfach hoch. Nein! Oh. 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 Nein! Nein! Lass die Kamera in Ruhe! Okay, tschüss, Leute! Ciao! Das liegt nicht hoch. Doch, ciao. Immer wenn du flaust, schreien deine Homes. Wie ein Schlossgespenst. Papa, pass auf, ich zeig dir, wie man über Beats bounce, Digga. Da, bam. Deine Kugeln prallen ab wie ein Beatbound, Digga. Und ich seh jetzt schon die Typen im Forum. Wie sie meinen, der bekommt auch von der Jury einen Bonus. Ja, das Einzige, was ich von dir kriege, ist ein Ohrwurm. Ey, ich glaub, ich hab Klinikos. Erbe, aber ich höre nur Pfeife. So, wir haben Lena jetzt weggebracht und wir haben den netten Jungen von gestern wieder getroffen. Ja, Mann, ich bin wieder da. Natürlich. Er hat nämlich gesagt, er ist auch ungefähr um 16 Uhr, fährt er auch ungefähr. Aber er ist extra länger jetzt geblieben, damit er uns nochmal trifft.
Und wir fahren jetzt noch mal eine Runde am Rheinpark, weil das Wetter ist so geil. Und ich habe auch die ganze Zeit schon gesagt, eigentlich müsste ich noch mal eine Runde fahren. Ich habe ein bisschen schlecht gewissen, weil das Video jetzt noch später kommt. Aber ich muss das schöne Wetter genießen. Und die beiden Jungs, die waren auch noch da. Waren noch ganz viele Leute hier an diesem Busbahnhof. Da trifft man immer richtig coole Leute. Ja, gut. Dann machen wir uns auf den Weg. Genau. Ich zeige dem Janik und Ramon jetzt mal die Route, die wir so am Rheinpark lang fahren. Weil das schöne Wetter muss ich einfach genießen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir zu viele Zuschauer treffen, dass dann ungeschildert wird. Aber mal gucken. Boah, du mit dem dicken Rucksack. Digga, das Linienbus ging Formel 1 und ich bin am Heizen. Doch du bist real, du bist G, du bist hart und scary. Ich mach nicht mal Mische, trotzdem hab ich jetzt ein Bloody Mary. Und deine Freundin schreibt um 10, bist du da, werd ich sein. Und dann umklammert wie mein Labelvertrag. Bis schön. Dankeschön. Ich werd ständig nur umklammert, so wie Babys im Arm. Werd umklammert, so als wär ich A plus B im Quadrat. Wir machen ja ganz viele Fotos, aber die Sonne blendet immer. Ja, sorry. So? Sorry. Ja, dann komm hier hin. Du bist auch meine Kamera, danke. Yay, danke. Bitteschön, kein Thema. Gut, tschüss, ihr lieben Menschen. Danke. Ja, klar. Und nun willst Bloody nicht fürchten. Ey, ich würde deine Alte niemals bürsten. Denn deine Olle sieht so hässlich aus, leider nicht. Meine Glühbirne würde mir dir durchbrennen. Du beschissenes Kind, als würde ich meine Runden zu einem Mixer bringen. Es ist nicht wahr, denn auch mit Scheiß-Quali würde ich gewinnen. Dass ich gewinne, ist was, wovon du ausgehen kannst. Wie ein Fuffi, ist was, wovon du ausgehen kannst. Weil alleine schon ein Style diesen Klaus wegpuncht. Lass ich den letzten Reim jetzt einfach weg. Er meinte nur, die Welt ist so gemein. Er klingt wie dieses Sample, wenn er weint. Am liebsten schlug er alles gern zu Brei. Ich kann dich gut verstehen, verdammt, die Welt ist so hart. Und alles ist schlecht und jeder ein Arsch. Ich fühl mich so down, 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 down. Doch glaub mir, das Beschissenste der gottverdammten Welt war deine Hinrunde 2. Deine Hinrunde 2. So, ich bin jetzt auf einer spontanen Geburtstagsfeier gelandet und das Geburtstagskind möchte sein Gesicht nicht gefilmt haben, aber es hat auf jeden Fall Geburtstagssekt und gut ausgerüstet hier mit schöner Dekoration. Auch in seiner Rückrunde 3 zum beschissenen Scheiß. Tschüss, wir fahren weiter! Und jetzt mal Schluss mit lustig, ehrlich Spaß beiseite. Du warst echt gut, Respekt und war korrekt. Ciao, ciao! Deine Runden waren so ultra fresh Teile. Aber leider das ist cool. Einfach mal mitfahren, einfach mal Leute kennenlernen, das ist natürlich. War gutes Wetter heute, das ist echt richtig krass. Also es ist gut, dass wir das Wetter nutzen. Wenn ich vergleiche, Wetter gestern und vorgestern oder vorvorgestern, im Gegensatz zu heute, ist es wirklich, das ist ein Ball. Ja, ihr seid ja voll im Regen gekommen, ne? Ja, wir sind im Regen hergefahren. Und dann sind wir abends angekommen in Köln. Bis 2 Uhr sind wir dann noch auf dem Domplatz rumgefahren. Und also ich finde die Stadt einfach so hammermäßig gut. Das ist... Ja, und dann hast du uns getroffen in dem Café Exot. War Zufall oder bist du da hingekommen wegen dem Foto? Pass auf, ein Kumpel hat einen Screenshot gemacht vom Bild und hat es umgedreht, hat dann erkannt, dass das Café was aus Extrablatt ist. Ja. Und wir sind vorgestern dran vorbeigefahren, deswegen es war wirklich Schicksal, dass wir dann wussten, wo es ist. Ah, krass. Und ich gehe halt rein, guck mir die Karte an und sehe ich halt drin. Und dann habe ich gedacht, komm, wir setzen uns kurz raus, warten mal kurz ab, haben noch was gegessen und dann sind wir mit euch raus. Aber echt schon mega cool, ihr wart ja, auch unglaublich nett, also gar nicht abweisend oder so. Doch, wir sind abgehoben. Ihr seid natürlich abgehoben. Abgehoben. Ja krass, ihr Stalker. Du fragst mich, wie Mono. Hä? Redest du mit mir? Wir haben gestern ein Foto gemacht, wo GLP angeblich drauf war, Leute. Und da steht, sieht man halt drauf, Café Extra, das ist so das Café, wo wir drin waren. Und nur zu empfehlen. Und da haben wir es getroffen, wenn man aufmerksam ist, ne? Voll okay. Ja, finde ich auch. Solange man nicht richtig hinterher rennt. Nee, ich habe dich auch vorne gewartet, erst als wir rausgegangen sind und so. Das war alles so total entspannt. Manche Leute kommen ja an und kommen dann zum Tisch und schreien und heulen dann rum. Können wir ein Foto machen? Wenn man so den ganzen Mund voll hat, so einen Burger. Und dann denkt man so, gut. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich ein Foto mache, wenn ich Mund mache. Ja gut, das habe ich. Hey, 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 hey. Leg out. People got opinions and I never listen. They saying I would do this if I was in your position. They said I should have stayed in school, school. Criticized my tattoos too. Daddy not in my shows. Never played by the rules, rules. I'ma shake it off. Think I hate my flaws. Hate I gotta break my files. To make everybody got something to say, but their opinion doesn't matter at all. Then I'ma just be me, me. We didn't tell them on TV. Then they're gonna take back what they said when they told me what I couldn't be. Yeah. Clap with a fit, don't work out. Cause the paychecks on
on steady. Man, what about that face set? It's probably gonna regret it. Just forget it, I'ma get it. You ain't even gotta stress it. I'm about to show the world a thing. Even got a question, I'm good. Haters gonna hate, don't you ever. Focus on the fake, say that I can't. I'm just gonna shake you out. Shake it out, shake it out. Haters gonna hate, don't you ever. Fake is gonna fake, say gonna shake you out, shake it out, shake it out. So, wir haben uns jetzt draußen vor Starbucks hingesetzt, obwohl wir nicht mal was von denen gekauft haben. Das ist schon ganz schön frech von uns, aber vielleicht hole ich mir gleich noch einen kleinen Kaffee da. Wir sitzen hier vorm Dom, haben uns jetzt so Kartoffeln geholt. Wo ist meine? Da, ohne Mayo. Und jetzt essen wir erstmal schön. So Leute, das war's dann für heute. Jetzt wirklich der Abschied. Jetzt habe ich mich bekleckert. Beste Leben. Ich habe eben schon mal schön gesagt, aber dann haben wir jetzt noch die ganzen Boys wieder getroffen. Und die Girls. Und noch ganz viele andere Leute. Boah, wir haben heute so viele Leute getroffen. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Das Video mache ich jetzt einfach, packe ich jetzt einfach zusammen. Es sind jetzt 2 Tage. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ihn, glaube ich, noch um da. Und du wolltest noch deine Freundin grüßen. Genau, und zwar liebe Grüße an dich, Isabel. Hab dich ganz doll lieb und nochmal alles Gute zum 4-Monat-Ding an dich. Oh, süß. Ciao.